Da sehen wir den Ministerpräsidenten Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Wir sind hier im Parlament, das Gebäude im Medienzentrum im sogenannten. Das hier ist die Landespressekonferenz, so nennen sie den Verein, der hier die Pressekonferenzen regelt. Er schließt zum Beispiel, wie soll ich das sagen, Fragen aus, die nicht von sogenannten Mitgliedern dieses Vereins stammen, obwohl wir hier im Parlamentsgebäude sind. Es wird hier finanziert durch den Staat. Meiner Kenntnis nach sind auch Staatsmitarbeiter auch für diesen Verein tätig. Und ich darf jetzt hier drinnen keine Frage stellen. Ich darf da drinnen auch keine, die Pressekonferenz läuft gerade. Ich darf hier drinnen auch keine Filmaufnahmen machen. Nur hier außen habe ich mir erlaubt, Filmaufnahmen zu machen. Und das nennt sich ja dann offene Fragerunde zum Beispiel. Ja, ist ja okay. Also 35 Minuten Corona ist natürlich der Irrsinn. Das ist ja der völlige Irrsinn. Ich kann mit dir rechnen. Das ist doch nicht so gut. Kein Stand. Nö, keine Ahnung. Dynamik. Das war echt cool. Warum eigentlich? So, das war Winfried Kretschmann, wie er gerade aus der Pressekonferenz herauskam. Und ich hätte mir jetzt noch irgendwas zurufen können oder irgendwie eine Frage stellen können, denn innerhalb der Landespressekonferenz durfte ich keine Frage stellen und noch nicht mal Filmaufnahmen machen. Interessant, oder? Also innerhalb der Regierungspressekonferenz werden durch die Landesregierung die Journalisten bestimmt, die Fragen stellen dürfen, und sogar das Bildmaterial, das verwendet werden darf, ist ja wird, wie soll ich sagen, kontrolliert. Ich muss dazu sagen, von diesen Grundvoraussetzungen heute am 21.06.2022 war es doch erstaunlich so, dass reichlich Fragen, auch kritische Fragen waren. Es war 35 Minuten etwa über Corona und ja, was gibt's denn? So eine interessante Situation war gerade. Ich wurde gerade angesprochen von der stellvertretenden Pressesprecherin der Landesregierung, warum ich hier sei. Und sie wurde, so teilte sie mir mit, geschickt von der Landespressekonferenz, um mal nachzufragen. Also jetzt habe ich sie gefragt, ja, entweder ist man hier in der Landespressekonferenz, ist man hier so, dass es deren Veranstaltung ist, oder es ist die Veranstaltung der Landesregierung. Was denn jetzt? Also das hat mich dann schon etwas erstaunt. Also, Herr Felger, darf ich Sie bitten, ja. sich draußen hinzustellen und rauszugehen, weil Sie hier drin eben ja nicht filmen sollen. Das hatten wir ja vorhin Ja, besprochen. da drinnen, da findet die Pressekonferenz Genau, auch statt. hier drin nicht. Das müssen Ein leitendes Mitglied eines Journalistenvereins beansprucht exklusive Filmrechte an einem Ministerpräsidenten und drängt dann in meine Reportage auf Fluren eines Parlamentsgebäudes. Und natürlich darf ich in einem öffentlichen Gebäude filmen. Erst recht im Parlamentsgebäude. Parla gleich reden. So, ich hatte jetzt noch einmal ein Gespräch erstmal mit der Vorsitzenden der Landespressekonferenz. Ich bin ja jetzt hier in den Räumlichkeiten des Landtages. Ja? Da hinten ist das Medienzentrum. Da fand die Veranstaltung statt mit dem Herrn Kretschmann. So. Und man wollte mir, oder man hat mir untersagt, auch hier draußen zu filmen, durch die Landespressekonferenz, also nicht in dem Raum hinten, ja, sondern auch hier draußen. Ja. Und
Jetzt hieß es dann so nebenbei, als ob ich das nicht machen würde. Ich soll die Verwaltung anrufen. Genau, das habe ich dann jetzt gemacht. Und dann kam noch tatsächlich auch der Pressesprecher des Landtages, glaube ich. Und ich hatte mich ja auch für Freitag, heute haben wir den 21. Juni, Dienstag, hatte mich auch für den Freitag angemeldet. Und da sind meine Daten sowieso dann vorhanden. Ja, wie gesagt, ich bin hier im Landtag, ich bin dabei, ja, der Landtag. Und jetzt war ich mal heute dabei, am 21.06. Ich war ja schon mal hier, als Justizministerin da war. Und jetzt bin ich wieder hier und ich habe ganz hochoffiziell die Erlaubnis, hier entsprechend ein Video zu machen oder gemacht zu haben. Und es war auch ein interessantes Gespräch. Ich habe nochmal mein Anliegen vorgebracht und die Kritik an der Konstruktion Landespressekonferenz. So, vielleicht noch ein Nachtrag zum heutigen Tag in der sogenannten Landespressekonferenz e.V., um genauer zu sein, also im Verein. Also auf der Webseite, der Eingangsseite, steht, dass gar keine Gäste möglich seien wegen einer aktuell vorhandenen Pandemie oder irgendwas mit Corona. Ja? Jetzt bin ich ja trotzdem reingekommen, nachweislich. Wie kann das denn sein? Ja? Also der Verdacht, der ja hier im Raum steht, ist ja, dass man sich hier mit dieser Landespressekonferenz abschottet und einigelt vor kritischer Öffentlichkeit. Ja? Immerhin hatte ich dann auch vorgebracht, Beispiel Reitschuster oder jetzt wird es hier versucht, auch Herrn Warwick aus der Bundespressekonferenz herauszubekommen. Ja, also, um hier überhaupt hineinzukommen, also da sind mir die Kriterien auch schon, wie soll ich sagen, wenig transparent. Und wie gesagt, mein Fokus jetzt hier draußen nochmal, was mir jetzt eingefallen ist, eben die Geschichte, dass es hier heute gastmäßig möglich war, reinzukommen. Aber man musste erstmal nachfragen, ja, sonst wäre man womöglich in die Irre geleitet worden und wäre abgeschreckt worden von einem Hinweis auf der Webseite, dass Gäste gar nicht möglich seien. Ja, also, da hatte ich auch den Sprecher des Landtags entsprechend gebeten, hier das da auch zu beachten, auch das hier da nochmal zu sprechen, beziehungsweise er wollte da nochmal mit den Dingen, die ich gesagt habe, nochmal mit der Führung der Landespressekonferenz sprechen. Wie gesagt, ich sollte nicht hier, selbst hier außerhalb dieses Raums, sollte ich auch nicht sprechen. Ja, also da schauen wir mal, wie sich das dann ergibt noch weiter. Danke erstmal bis dahin und bitte die Unterstützungsmöglichkeiten beachten. Ich hatte jetzt heute hier und werde noch einen längeren Tag haben, zumal ich auch noch schneiden muss und dann muss ich auch noch die Heimreise antreten. Danke erstmal und bis dahin. Tschüss.